Herzlich willkommen von Home Adventure. Ja, erstmal geht's in einen wunderschönen orientalischen Garten, immer noch in Al-Ula. Und danach geht es raus, und zwar zu einem Spiegelhaus, dessen Fassade nur aus Spiegel ist. Man sieht es kaum, das Haus in der Wüste. Da fahren wir vorbei und dann geht es weiter wieder mal in die Wüste zu einem Pilz, der da ja extrem auf dünnen Beinchen steht. Und da habe ich mich noch fast festgefahren im Wadi drin, wo der Sand extrem weich ist, aber es ging gerade noch so. Und danach ja, geht es weiter, und zwar ins Wadi Disha. Da durften wir leider nicht reinfahren, von unten her, von oben her sind ein paar rein, da soll es noch möglich sein, wie auch immer. Wir sind dann mit dem Bike rein und das war auch interessant. Ja, viel Spaß beim Schauen und bis später. Bei dieser tollen Kulisse haben wir heute übernachtet und jetzt geht's weiter Richtung Al-Ula Dorf. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir hier rauskommen. Denn der Boden ist relativ weich. Gestern hat es nicht funktioniert, heute glaube ich besser, mit weniger Reifendruck. Also es ist negativ sandig hier, da geht es nur mit ganz wenig Reifendruck. So, jetzt ist wie viel Reifendruck jetzt? Fahrradfahrer hier auch, man glaubt es kaum. Hallo, jetzt filmen wir uns mal gegenseitig. Hi! Hello! You, this one? We will film you, you will film us. Wir sind jetzt in der Oasis in Al-Ula und hier gibt es schöne Biogärten. Alles so mit Lehmmauern und also wunderschön angelegt. Und man kann durch Lehmwandmauern wandeln. Hier gibt es im Palmenhain wunderschöne Rastplätze. So, wir haben auch was gekriegt von diesem ökologischen Projekt. Und dann gibt es jetzt hier Essen. Ökologisch Plastik ist trotzdem dabei. Ökologischer Plastik. Und so sitzen wir jetzt hier schön im Palmenhain beim Mittagsmahl. Hier ist echt hübsch hier. Wir wandern durch die Oasengärten und die Hunde finden immer was Tolles zum Riechen hier. Die Landschaft ist grandios. Hammergegend. Jetzt geht's zu einem Spiegelhaus. Spieglein, Spieglein an der Wand. Mein Mario ist der schönste im Land. Oh, ein Mustang. Da vorne seht ihr das Spiegelhaus. Guckt euch das an. Es ist, die ganze Fassade ist ein Spiegel. Ja, und da fahren wir in der Fassade dieses Hauses. Das ist schon irgendwie witzig. Wir fahren in dieser Hausfassade. Sehr cool. Also das sieht im Video jetzt voll abgefahren aus mit dieser Spiegelwand hier mitten in diesem. Ja, und wir kommen da jetzt angefahren. Das ist nun das Spiegelhaus und man sieht nicht. So ein Spiegelgebäude ist natürlich gigantisch und es dupliziert alles und natürlich auch die Araber.
und mich, wenn ich hier reinlaufe. In diesem Spiegelgebäude ist eine Andy Warhol-Ausstellung und die werde ich mir jetzt mal angucken. War sehr schön und es gibt hier auch noch ein Restaurant, das ist allerdings sündhaft teuer, also unter 400 Euro kommen wir da mit, glaube ich, 6-7 Gängen nicht raus, aber hat Stil, ne? könnte man auch mal machen. Jetzt nichts für uns, aber wir zeigen sie einfach mal, was auch Saudi-Arabien doch für einen Luxus bietet. Das ist eine Kulisse hier. Wow, das ist mal ein Empfang mit Hunden natürlich auch noch und sehr schön. Wir kennen euch doch schon, ne? Ja. Heute vor diesem schönen Dorfbogen mal Outdoor-Werkstatt. Mit kleinem Stift, der hilft hier mit. Stift? Ja, Lehrling ist der Stift. Warum muss jetzt das Rad runter? Spiel kontrollieren. Oh, Hebelwirkung bringt's, hä? Am Abend treffen wir wieder den Eddie mit Frau und den Dietmar mit Frau. Direkt hier am Bogen. Jetzt wird es langsam voll. Aber es ist ja schön, wir kennen uns ja alle schon. René hat gerade den Kinderbeaufsichtigungsjob gekriegt. Jetzt aber. Was machst du jetzt? Ja, hier an diesem Regenbogen Rock wurde es mittlerweile ein richtiges Overlander-Treffen. Schöne Gemeinschaft hier zusammenzusitzen in dieser tollen Kulisse. Wir fahren hier noch ein bisschen durch diese wunderschöne Gegend. Natürlich Offroad im Sand. Hat es auch ein paar Steigungen. So, wir fahren jetzt nördlich-westlicher, einfach Richtung jordanische Grenze, aber es gibt noch einiges zu sehen, nämlich die Mushroom Stones, irgendein Stein, der aussieht wie ein Pilz. Von denen haben wir zwar schon viele gesehen, jetzt schauen wir mal, was das für eine ist. Tja, liebes Kamel, wir sind hier im Kamelland und ihr habt natürlich Vorfahrt, das wissen wir.
Ja, wir fahren endlos und dann steht da plötzlich ein Auto. Das sind wohl Touristen, die haben ein Reifenproblem. Aber sonst gibt es nicht viele hier. Wir sind hier wieder voll in einer Landschaft gelandet, die von diesen Sandsteinen geprägt ist, aber auch von Vulkangestein. So, das geht hier ganz gut, weil da haben wir doch etwas festeren Sand. So, der Benny, der hat jetzt mal nicht abgelassen seinen Reifendruck und schwimmt hier ganz souverän durch. Ja, das geht dann wahrscheinlich doch ganz gut. Bremsen! Ja, wir sind im Moment zu dritt auf dem Weg zu einem Mushroom-Felsen. So, wir schwimmen weiter hier durch den Sand. Jetzt schauen wir mal, ob die anderen auch durchkommen. Oh, ich bin gestellt. Boah, Gottes Willen, was war jetzt das? Da waren lauter Wellen im Boden jetzt. Ist was verloren gegangen? Er muss auch nicht so viel Abstand. Und auch hier zu hören, die Luft muss raus. Also ein bisschen Gas geben braucht schon im tieferen Sand. Aber die Landschaft ist so herrlich hier. Wieder mal etwas leicht sandig unterwegs, aber halb so schlimm ab und zu und dann wieder gut. Der Sand wird roter und die Felsen auch, wie ihr seht, schön durchzogene Linien, also wunderschöne Landschaft wieder. Hier wieder eine Sandpassage und es geht hoch. Er gräbt sich durch den Sand hier. Ja, der Reifendruck ist noch nicht ganz unten. Aber es geht. Ja, wow, was die Natur hier für Formen bildet. Die Hunde brauchen Schatten, aber da ist der natürlich perfekt. Ja, hier ist Tiefsand und da muss man ein bisschen durchhoppeln hier. Mit ordentlich Schwung, wenig Reifendruck. Und das Ziel ist dieser Steinpilz da hinten. So, wie ihr gesehen habt, ziemlich weich Sand hier im Flussbett. Und das ist alles eine Frage des Reifendrucks. Da muss man einfach runter ins Minimum. Ich habe jetzt da 2 Bar. Hier könnte ich noch mehr sogar. Aber hinten ist er vor allem. Hier habe ich 1,5. Also, dann kommt man auch wieder raus. Wegen diesem Teil sind wir hier. Der ist unten so dünn. Aus dieser Perspektive ist er noch dünner und noch härter. Irgendwann wird er kippen. Da kommen Markus, Anne und die Kids. Die haben sich einen anderen Weg gesucht. So, wir machen ein bisschen Sandfahrt jetzt wieder am Morgen und es geht weiter unsere Tour.
Wir sind wieder raus aus der Wüste und das Wetter ist ein bisschen dunstig, leicht neblig. Die Araber sagen dem aber bestes Wetter, denn wenn die Sonne mal nicht scheint, ist das für sie das tollste Wetter. Wir fahren weiter durch die schöne Berggegend bei Schuwak, aber es hat natürlich hier Steigungen, da geht es wieder runter. Krass, wie es runter geht, zweiter Gang. Motorbremse reicht nicht. Und super schöne Straße. Wir fahren ins Wadi Dish nach hinten. Wir haben jetzt das Wadi Dish erreicht, aber leider auch eine schlechte Nachricht. Neuerdings dürfen größere Fahrzeuge nicht mehr rein. Und ja, da wurde bereits schon Benny Goes Overland zurückgeschickt. Wir versuchen es jetzt auch, aber ja, wir werden sehen. Man darf nicht mal vor dem Eingang stehen mit dem Camper 5 Kilometer zurück, das ist irgendwie dann schwierig zum dahin kommen. Ah, end of the road. So. Tja, da wird jetzt noch diskutiert, wie wir das in dieser Einfahrt hier machen in das Wadi. Man könnte auch mit Offroad Adventures fahren. Übersetzer macht es möglich oder auch nicht. Nach 10 Verhandlungen konnte ich erreichen, dass wir wenigstens vor dem Eingang stehen bleiben dürfen und die Räder nehmen und die Hunde und dann da mit dem Rad ins Wadi rein. Nur Kleinwagen sind erlaubt, leider, aber ja, sonst die meisten müssen dann 5-8 Kilometer zurückfahren und von da irgendwie da reinkommen, aber das wird schwierig. So, wir sind jetzt aufs Rad gestiegen, jetzt wird halt das Wadi mit dem Rad erkundet. Durch den Fluss. Immer durchs Wasser kann man hier fahren, in dieser Wahnsinnskulisse. Ja, der macht Nick, der ist dicht. Ja, da geht mir der Motor kaputt. Das war tief, hä? So, wir radeln jetzt da einfach mal rein. Kommen immer wieder Sandpassagen, weiche. Ja, schade, kann man nicht mehr mit dem großen Truck rein. Fahrrad hat dafür auch seine Vorteile. Ein wunderschönes Wadi, muss man sagen. Oh, da sind auch Hunde. Ja, auch so kann man durchs Wadi fahren. Beim Rad gilt auch, was beim Fahrzeug gilt, Reifendruck runter. Weil es kommt immer wieder mal ein Stück sandiger Teil. So, jetzt geben wir mal Gas da. Motocross. So, im nassen Bereich ist es immer besser zum Fahren. Geil. Also, das ist eine Engstelle. Okay, die guckt ein bisschen weit runter. Aber so weit ist das alles eigentlich auch mit großen Trucks befahrbar. Aber das hat nichts mit der Größe des Campers zu tun. Weil das Zeug ist tief vom Boden.
Oh, das ist... Das war jetzt eine enge Stelle. Also was mit dem Track nicht geht, geht mit dem Bike. Das Wasser ist übrigens schön warm, also richtig warm. Oh, okay. Ja, ist gut, hat man einen Gasgriff. Wie mit dem Motocross-Töff. Also gibt immer wieder Stellen. Ja, da ist das Schilf richtig eng. Aber das drückt natürlich weg, auch mit dem kleinen Jeep. Jetzt wieder tief. Aber richtig tief. Dann hoffen wir mal, dass diese E-Bikes motorendicht sind. So, da haben wir die anderen da. Also der Touricar, der hat da umgedreht. Aber man kann eigentlich noch weiterfahren. Er hat erzählt, das Wasser sei fertig. Da vorne, aber ich bin jetzt schon 2 Kilometer weiter gefahren. Und das geht das immer noch. So, Kamele zu saufen haben die genügend hier. 2-3 Kilometer weiter. Es wird immer schöner. Aber da ist sandig, kein Wasser mehr. Sandig, aber gut machbar. Mit dem Bike ein bisschen schwieriger. Ihr seht's. Also traumhaft schön. Ey. Ah, ein super Wadi. Also mit dem Geländewagen könnt ihr immer noch reinfahren. Mit einem Truck. Leider nicht. So, vor uns fährt ein Einheimischer und ich jage ihm hinterher. Ui. Also das Schilf hängt einfach runter. Aber die Höhe ist hier gar nicht so entscheidend. Also mit dem Bike ist man sogar noch schneller. Oh, jetzt kommt wieder. Ein tiefes Wadi. Geil. Also. Schon eng, aber machbar. So, das sind die engsten Stellen gewesen. Ja, kann man sagen, fast 1 Kilometer lang. Aber eben nur Breite. So, kleine Flussdurchquerung geht auch mit dem Bike, aber es ist tief. Da braucht er Power.
So, wir haben uns etwas zurückgezogen in der Nähe des Wadis, abgelegen, schön für uns. Es ist ja Ramadan und da sollte man nicht in der Öffentlichkeit essen oder trinken, aber hier sieht keinem. Wir müssen uns ja nicht daran halten. Ja, um das Fahrzeug gerade zu stellen, empfiehlt sich bei weichem Boden ganz einfach mit der Schaufel da unten zu graben und dann geht das Fahrzeug von alleine runter. Das mache ich immer so im Sand, eine Schaufel nehmen und dann macht es puff puff und tipptopp, unten ist er natürlich nicht überall, sonst bleibt man stecken. Geile Gegend hier, gefällt mir, vor allem diese Felsen. Tja, da denkt man, man fährt einfach früh mal so los und schon steckst im Weichsand. Dumm gelaufen. Fuck. Nun besser. So, Sandbleche. So sieht das aus, wenn ein Sandblech dann im Sand verschwunden ist. So, hier machen wir mal ein Ende, aber die Reise geht ja weiter. Wir sehen uns schon bald wieder. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und danke, bis bald.